Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist heute Samstag. Ich sitze hier draußen, trocknet die Wäsche, es windet. Wir waren gerade draußen, haben ein paar Besorgungen gemacht, haben Bilder aufgehängt. Was total cool ist, in unserem Flur, wenn man reinkommt, unser Flur ist halt dunkel, weil er ist innen. Und wir hatten da so eine Bilderwand, aber das waren alles eher so erdtönige Bilder, wenn jemand das so sagen kann. Und eine wilde Mischung aus allem Möglichen. Und ja, vielleicht Leute, die mir schon länger gucken, wissen, dass ich dieses Eat, Sleep, Create Bild von Hannah Max immer über meinem Schreibtisch hängen hatte. Hier ist mein Schreibtisch aber unter den Dachfenstern und das passt nicht so richtig an die Wände. Es sah nirgends gut aus und deswegen stand es unten in der Ecke und ich habe es nie angeguckt. Und ich habe gesagt, Konstantin, wir hängen das heute in den Flur und zwar zwischen Bad und Schlafzimmer ist ungefähr so eine Wand, wo das perfekt hinpasst. Und das fand ich so schön. Und da war ich gleich mal so, ah. Und jetzt habe ich dieses das kennen vielleicht auch manche von euch noch, dieses blaue Plakat, wo so Dresden als Stadt drauf ist. Also so die Karte von Dresden, aber abstrahiert. Und da haben wir jetzt einen Rahmen für gekauft und das dorthin in den Flur gehangen, wo die ganze Zeit diese Bilderwand war. Ich bin so glücklich. Es sieht gleich viel aufgeräumt aus. Viel schöner, viel irgendwie heller, luftiger, keine Ahnung. Ich bin so glücklich. Ich zeige es euch am Ende des Videos. Dann war heute ein guter Tag, weil ich zwei Pakete bekommen habe. Eigentlich warte ich am meisten auf ein anderes Paket. Das ist natürlich nicht gekommen, obwohl ich es vor einer Woche bestellt habe. Aber zwei andere Sachen sind da. Das eine werde ich jetzt ein bisschen ausprobieren und euch dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen zeigen. Und das andere war meine Bestellung von Sephora. Weil Selena Gomez hatte ja schon sozusagen zuerst in Amerika natürlich im Dezember Bronzer, Puder, ich glaube noch irgendwas rausgebracht. Und ich so, oh mein Gott, endlich gibt es Bronzer. Ich will ja so nach und nach mein ganzes Make-up von Selena Gomez besitzen. Aber ich bin so der Mensch, der sagt, ich mache das erst, wenn ich das alte aufgebraucht habe oder es kaputt ist. Jetzt war es so, und ich habe es euch extra jetzt mitgebracht, dass bei meinem Bronzer, der sieht so aus, der ist, ohne Witz, zwischen 8 und 10 Jahre alt. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich war mit meinem ersten Freund zusammen, hatte meine The Body Shop Phase und dieser Honey Bronzer kam raus. Ja, ungefähr seit 4 Jahren ist er kaputt und das ist, was davon noch übrig ist. Ist das nicht krass? Es dauert Jahre, bis mein Bronzer, und das ist was, was ich so jeden Tag benutze. Weiß ich nicht, ich kaufe mir von allem irgendwie nur einen was. Vielleicht ändert sich das auch jetzt mit Rare Beauty, aber mir war es irgendwie ein Anliegen. Aber jetzt war er auch kaputt und ich habe mir gesagt, okay, wenn Rare Beauty einen Bronzer rausbringt, dann hole ich mir einen. Und bei meinem Highlighter war es ähnlich. Das ist nicht mal meiner, sondern den habe ich von Nina bekommen. Den hat Nina, meine Freundin, aussortiert und der ist dann aber auch, glaube ich, einmal runtergefallen, sofort kaputt gegangen. Und ich glaube, der ist auch schon paar Jährchen alt. Deswegen habe ich mir gedacht, der ist von Moore Makeup Academy. Vielleicht auch ein neuer Highlighter. Achso, meinen Blush habe ich euch auch mitgebracht. Der ist auch kaputt. Der ist noch nicht aus. Naja. Er hängt noch an einer Dings. Ist auch von Nina. Den habe ich dann lange noch getragen. Und Blush habe ich ja jetzt aber schon von Selena. Den habe ich mir bloß nicht getraut wegzuschmeißen, weil halt noch was drin ist. Aber es ist ja auch eigentlich so, dass man Make-up, dass auch Make-up abläuft so, also dass es ein Haltbarkeitsdatum hat, zum Beispiel auch Mascara oder so. Ich bin da nicht so, aber ich will auch nicht dafür Werbung machen, dass man da nicht aufpassen sollte. Man sollte aufpassen. Ich habe auf jeden Fall mit der Foundation auch geliebäugelt, weil immer die Videos, die ich davon gesehen habe, also ich habe mir auch so Tutorials und sowas angeguckt und Reviews natürlich, und die Foundation sah so schön aus und die hat so einen natürlichen Glow dann. Und ja, wenn ich halt morgens aufstehe und nach dem Duschen, allgemein ist mein Gesicht halt, hat viele verschiedene Farben. Ich glaube, es ist natürlich normal, also kein Gesicht ist so komplett eben, schätze ich. Aber bei mir sieht man halt rot und blaue Äderchen und alles Mögliche. Und ich würde mich gerne mal sehen mit Foundation, aber dann im letzten Moment, ich war kurz davor, sie zu bestellen, ich hatte sie schon im Warenkorb, war ich so, was ist, wenn die Farbe jetzt nicht passt und ich gebe 30 Euro für so eine Foundation aus und den Primer. Primer ist auch sowas, da bin ich drauf gekommen, das wäre schlau, weil ich manchmal rege ich mich auf, dass das Make-up nicht richtig sitzt oder nicht richtig einzieht, wie auch immer. Es ist halt
durch einen Primer besser. Weil ein Primer trägt das Make-up, habe ich gelernt. Not to prime is a crime. Ich habe mir dann gedacht, wenn ich im Sommer in Frankreich bin, zum Beispiel in Paris, also wir wollen wahrscheinlich nach Frankreich Urlaub machen, oder wenn ich mal in Berlin oder so bin, dann kann ich zu Sephora gehen und da halt die Foundation ausprobieren. Und jetzt nehme ich eben erstmal nur den Bronzer und den Highlighter. Den Bronzer habe ich in der, ich glaube, es ist die hellste Farbe, Power Boost, genommen. Der sieht so aus. Und ja, ich habe das natürlich auch heute schon benutzt. Alles von Rare Beauty sieht halt extrem natürlich aus. Es sei denn, du tust richtig auftragen, was auch möglich ist. Und es ist halt für natürlichen Look. Und es ist extrem von den Texturen her so, dass du es alles theoretisch mit den Fingern machen könntest. Ja, und das ist eben der Bronzer. Es gab ganz viele, die so Roséfarben waren. Und ich habe dann gedacht, nee, ich nehme den, der halt silberfarben ist. Es gab auch einen goldfarbenen. Aber ich dachte mir, der ist am schlichtesten. Und bin sehr glücklich. Und jetzt habe ich eigentlich, meine ganze Routine besteht nur aus Rare Beauty. Concealer, Mascara, Blush, Bronzer, Highlighter, Lippenstift. Hier muss ich sagen, irgendwie schließt es nicht richtig oder ich mache was falsch. Ah, ich mache was falsch. Gut. Ja, und ich finde das Packaging halt total schön. Und jetzt möchte ich mir fürs Bad noch irgendwas Schönes holen, wo ich das reinstellen kann. Wobei werde ich euch gleich auch was zeigen, wo man es vielleicht auch reintun mit könnte. Werden wir sehen. So viel zu meinem Make-up. Also ja, wer Lust hat, Rare Beauty mal auszuprobieren, ich bin wirklich begeistert. Ich liebe natürlich Selena Gomez und ich bin froh, dass aber die Produkte, die sie halt rausbringt, einen auch nicht enttäuschen. Also ich bin wirklich Fan davon. Es ist irgendwie so schön, von einem Menschen, den du so, so sehr magst und der dich schon so lange begleitet, auch diese Produkte zu kaufen. Irgendwie macht mich das voll glücklich, weil sie mich so glücklich macht. Und diese Make-up-Reihe ja auch für was richtig Gutes steht, so. Mental Health ist so ihr Ding. Dazu am Ende übrigens auch noch, weil ich glaube, diesen Monat war sehr konsumintensiv. Also dadurch, dass meine Mama da war, dadurch, dass am 15. Februar kam dieser Bronzer und so raus. Und am 15. Februar habe ich es mir auch direkt bestellt, weil ich Angst hatte, dass es gewisse Farben nicht mehr geben würde. Apropos Puder. Muss man Puder verwenden? Ich bin mir unsicher. Ich benutze es jetzt nicht. Ich glaube auch, man braucht es nicht. Aber was sagt ihr denn so? Ist Puder ein Must? Ist Primer ein Must? Leute von euch, die sich mit Make-up auskennen und viel Make-up benutzen, vielleicht hat ja auch jemand von euch die Foundation von Selena, bitte schreibt mir mal so, was eure Erfahrungen sind und allgemein, ob ihr Rare Beauty besitzt und ob ihr Fan seid. Ich habe übrigens auch, viele Rare Beauty Produkte sind auch auf Vinted. Da haben Leute manchmal irgendwie die falsche Farbe oder so. Also falls das für euch interessant wäre. Ich habe dann halt da auch geschaut. Dann war das aber nicht so viel billiger, als wenn man sich es neu gekauft hätte. Und bei Beauty-Produkten und so Secondhand ist man ja immer so, ah. Aber für wen das was ist, kann er gerne mal da schauen. Das zum Thema Make-up. Auf der anderen Seite, meine Mama war ja da und sie hat mein Glätteisen mitgebracht. Ich mache es nämlich jetzt auch anders mit dem Glätteisen. Früher habe ich so eine Locke genommen, also eine Strähne genommen und um das Glätteisen gemacht und gewartet, also wirklich gewartet und runter. Es war wirklich so Korkenzieherlocken. Und ich habe das dann immer alles rausgekämmt und über den Tag immer so gemacht, weil es war halt total lockig, aber nicht auf eine natürliche Art und Weise. Und jetzt habe ich mir gedacht, hätte ich auch früher drauf kommen können, aber mach es doch gleich nicht ganz so lockig, sondern mach nur einmal rum und zieh es dann direkt so raus. Dann ist es schlichter. Ich muss es trotzdem noch auskämmen und alles. Aber es ist einfach ein natürlicherer Look. Was ich auch entdeckt habe, ist auch ein schöner Style, nur die Enden zu locken. Sodass oben relativ glatt ist und dann hast du nur unten so ein bisschen, ist noch was los. Auf jeden Fall bin ich heilfroh, dass ich mein Glätteisen wieder habe. War auch extrem unzufrieden mit meiner Haarwäsche. Weil sie, das war ganz wild, ich habe die Haare gewaschen und hinten war alles komplett fettig. Und dann habe ich auch den Conditioner weggelassen, es war trotzdem alles komplett fettig. Also die, und mein Freund hat es selber gesagt, der benutzt dieselbe Haarwäsche.
Und ja, dann habe ich mir eine neue gekauft, vorübergehend jetzt. Und muss mal auf die Suche gehen. Aber jetzt geht es eher in die Richtung trocken. Aber das ist mir lieber, als wenn ich die Haare wasche. Und sie sind fettig am Hinterkopf. Naja. Ich habe echt ein bisschen überlegt, was ich euch erzählen soll, was diese Woche passiert ist. Diese Woche war keine Woche, wo irgendwie krass was zu erzählen wäre. Aber wir haben Inventing Anna geschaut. Auf Netflix. Das ist eine Serie über eine tatsächlich deutsche Hochstaplerin. Anna Delvey, oder sie heißt Anna Sorokin eigentlich. Und das ist basierend auf einer wahren Geschichte. Dieses deutsche Mädchen, beziehungsweise deutsche junge Frau, ist damals nach New York gekommen und hat sich da hochgestapelt, ist in die High-Society-Kreise aufgestanden, wollte eine Foundation aufgestanden, ist jedenfalls in die High-Society-Kreise eingetaucht, hat gelogen, hat immer gesagt, sie hat einen reichen Vater und er gibt ihr die ganze Zeit Geld, aber hat sich immer so hintenrum von anderen alles bezahlen lassen. Und sie hatte halt einen großen Traum und den hatte sie halt auch wirklich. Sie wollte eine, ja, so eine Art, also es heißt Anna Delvey Foundation gründen, wie so eine Art Kunstclub, aber so wie das Soho House, so ein Private Club für reiche Leute. Und dafür brauchte sie halt Geld und dafür hat sie viel gelogen und sich versucht, irgendwie hintenrum das Geld zu erschleichen. Ja, aber sie war halt eigentlich einfach nur a girl with a dream, aber die Methoden waren natürlich etwas fraglich. Auf jeden Fall ist das eine tolle Serie und sie wurde hintenaus immer besser. Am Anfang war ich so ein bisschen enttäuscht und dachte mir so, ich habe mir das anders vorgestellt. Aber dann hat es Fahrt aufgenommen und wurde immer besser und immer skurriler. Man denkt sich wirklich, was, wie ist sie damit durchgekommen? So Tinder-Swindler haben wir natürlich auch geschaut. Es hat Parallelen, muss man sagen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten will ich heute mal mein Buch fertig lesen und dann ein neues Buch anfangen. Lesen, das Wochenende verbringen. Morgen machen wir Spieleabend. Und ich spiele das erste Mal in meinem Leben Escape Game mit Freunden von uns. Und wir machen IKEA Hot Dogs. Also Hot Dogs zum selber machen. Ich bin sehr gespannt. Eine komplette Obsession habe ich übrigens, da habe ich letzte Woche glaube ich nicht drüber geredet, komplette Obsession mit diesem neuen Lied von Ed Sheeran und Taylor Swift, The Joker and the Queen. Leute, ich sage es euch, das wird mein Hochzeitssong, also der Song, zu dem wir unseren ersten Tanz haben, falls es mal so weit kommt. Ich habe mir schon eine Choreografie ausgedacht. Ja. Hört es euch an. Ich mache es in die Infobox. Ansonsten kann ich euch wieder mal sponsoren. Es ist nicht direkt ein Sponsor. Sie sponsoren meine Sockenschublade. Die lieben Girls von Popeye. Und ich habe auch einen 15% Code für euch. Popeye-Nora10. Mache ich euch in die Infobox. Da kriegt ihr 10% auf euren Einkauf bei Popeye. Und zwar haben sie hier in dieser Kiste, die sie mir mitgeschickt hat, kann man auch bei ihnen kaufen. Schwarze Socken haben sie rausgebracht. Und sie sorgen mit dieser Box für eine ordentlichere Sockenschublade. Ich weiß ja nicht, wie eure Sockenschublade so ausschaut. Aber meine ist so ein bisschen durchwachsen. Wobei ich schon immer versuche, darauf zu achten, dass sie ordentlich ist. Ich glaube tatsächlich, ich werde das nicht für die Sockenschublade benutzen. Wo ich es noch viel nötiger habe, ist im Bad. Deswegen, ja, mehr dazu später. Auf jeden Fall hat Popeye, die meine liebsten weißen Socken machen. Und für jedes Paar Socken, was man dort kauft, spenden sie ein frisches Paar an ein Frauenhaus. Und jetzt sind sie endlich mit diesen schwarzen Socken rausgekommen, die da in zwei Designs daherkommen. Einmal mit einem etwas größeren Popeye an der Seite. Oder man kann es auch innen tragen. Ich trage es wahrscheinlich innen, da hat man innen so, Überraschung, aber außen ist man so, lalala, schlicht. Und hier vorne steht auch nochmal Popeye. Ich liebe die halt, weil die sind so geriffelt und komplett, die schmiegen sich so an den Fuß an. Das ist wirklich wie nichts anderes, ohne Witz jetzt. Also, ich liebe die wirklich. Ich greife dauernd zu denen. Und das andere Paar hat so ein kleines wie Popeye. Und hier unten am Fuß ist es größer. Auch das könnte man nach außen tragen oder nach innen.
Nochmal allgemein, sie sind nachhaltig verpackt, also wie gesagt, hier war überhaupt kein Plastik oder irgendwas dabei. Sind aus zertifizierter Bio-Baumwolle. Einkauf ist eine Spende und man kann sie über 30 Grad waschen. Schaut, ich habe mir gedacht, hier könnte man so seine Make-up-Produkte bzw. vor allem Skincare-Produkte, die stehen nämlich bei uns so alle unterm Spiegel. Ich mag das mittlerweile nicht mehr so gerne. Ich finde es irgendwie cool, wenn man sie hier alle so drin hat. Ich werde es dann mal ausprobieren und schauen wir mal an, wie ich es finde. Mein letztes Thema für heute ist wieder einmal, wollte ich darüber reden, ich habe darüber schon, also ich glaube, das ist ja mein Brand, dass ich über mentale Gesundheit und mentale Krankheit rede. Und ich habe jetzt erst wieder letzte Woche gemerkt, wie wichtig es ist, das halt weiterhin zu enttabuisieren. Und dass die Welt und die Gesellschaft noch lange nicht da angekommen ist, wo sie sein könnte. Und dass diese Grenze in unserem Kopf und diese Angst noch sehr verbreitet ist. Und ich bin da manchmal schon so, dass ich das gar nicht mehr sehe. Und ich dadurch, dass ich vielen so Seiten folge oder so, die das komplett auf die Agenda gesetzt haben und darüber reden. Und das ist, als wäre es das Normalste der Welt, was es ja auch ist. Und ich auch selber jederzeit, wenn irgendwas wäre mental mit mir, das allen aufs Butterbrot schmieren würde, kriege ich das manchmal noch nicht so mit, dass es bei vielen nicht so ist. Und irgendwo auch aus gutem Grund, weil ich glaube, dieses Tabu sitzt tief in unseren Köpfen drin. Ich glaube, jetzt so ein Video oder so 5 Minuten, die ich da jetzt drüber rede, helfen nichts. Ich mache auf jeden Fall mal alle meine Videos, die ich dazu jemals gemacht habe, in die Kommentare. Also für Leute, die neu von euch sind, ich war damals 2019 in der Psychiatrie für 6 Wochen, weil es mir so schlecht ging. Ich hatte eine schwere depressive Phase, also das wurde dann festgestellt. Danach war ich noch lange in Therapie. Es hat mir mega geholfen damals und einen großen Teil habe ich aber auch selber dazu beigetragen. Ja, ich mir Hilfe gesucht habe im Sinne von auch spirituellen Methoden oder Yoga oder Manifestieren, Selbsthilfebücher und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall habe ich darüber auch immer auf YouTube gesprochen und mit Leuten in meinem Umfeld gesprochen, auch mit Fremden gesprochen. Wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's dir, habe ich immer halt die Wahrheit gesagt. Ich habe das gesagt, weil ich jemanden brauchte. Ich brauchte dieses Komfort. Und ich glaube, tief in uns drin brauchen wir das alle, wenn es uns so geht. Bloß wir haben irgendwie Angst vor Zurückweisung oder vor ja, Konsequenzen, die das haben könnte, dass es uns halt nicht gut geht. Und ich glaube, was wir uns trauen müssen, ist halt echt bitter ehrlich zu sein und dazu zu stehen. Und ich habe mir, was mir immer geholfen hat, also was ich mir einfach eingeredet habe, beziehungsweise so ist es auch einfach, wenn ein Mensch oder vielleicht sogar ein Unternehmen, bei dem ich mich jetzt bewerben würde und die würden sagen, keine Ahnung, in deinem Lebenslauf steht, du warst ein Jahr in Therapie oder was auch immer, was es nicht tut, aber wenn es so wäre, dass mich irgendjemand deswegen nicht wollen würde oder schlecht behandeln würde oder wie auch immer, dann wäre es die Person auch eh nicht wert. So habe ich das gesehen. So, und man muss sich immer auf die Leute besinnen, die für einen da sind und die mit einem durch dick und dünn gehen. Und deswegen werde ich weiter dafür kämpfen, dass das enttabuisiert wird, vor allem auch in der Generation, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, in der Generation unserer Eltern. Das ist eine extrem zugeknüpfte Generation. Noch jetzt höre ich von meiner Mama dauernd irgendwelche Stories, wo ihre Freunde wieder sagen, warum erzählt Nora sowas im Internet? Und ich denke mir so, guten Morgen. Wirklich, ihr seid die Ersten, die komplett Probleme haben, sich aber durch ihren Job und alles weiter durchkämpfen, weil sie nicht irgendwie negativ auffallen wollen. Es ist halt eine Generationssache. Und wir sind halt heutzutage anders und wir stehen für uns an, wir kämpfen für uns. Und ja, fast jeder Mensch hat in seinem Leben mal mit was zu kämpfen. Also es wäre unnormal, wenn es nicht so wäre. Und wir müssen da halt drüber reden, sonst verlieren wir uns so gegenseitig. Also vielleicht konnte ich dem einen oder anderen ja von euch gerade aus der Seele sprechen oder irgendwie helfen. Ich weiß noch damals, das war ja die Zeit, bevor wir in der Gruppe
unsere Bachelorarbeit geschrieben haben. Und es ging in die Literaturrecherche rein vor dem Sommer 2019. Und im Herbst sollten wir sozusagen beginnen, daran zu arbeiten. Und ich habe zu meinem Team gesagt, es waren 6 Leute, ich mache gerne die Literaturrecherche, aber ich bin jetzt erstmal 6 Wochen weg. Ich bin in der Psychiatrie. Und sie haben alle nur genickt, sie haben sich wahrscheinlich ihren Teil gedacht, aber ich muss es einfach sagen, es war ja so. Und genauso sollte man sagen, ich mache das gerne, aber ich kann diese Woche nicht, mir geht's grottenschlecht. Wisst ihr? Wenn es so ist, dann ist es so und dann ist das Schlimmste, was du tun kannst, dich weiter durchkämpfen oder was sein, was du nicht bist oder versuchen, jemand zu sein, der du nicht bist. Ich glaube, wenn man nicht ehrlich ist bei sowas, kann das mehr zerstören, als was man versucht zu retten. Und schämt euch nicht. Es ist wirklich nichts, wofür man sich schämen sollte. Gut, ihr Lieben, das war mein Video vom heutigen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch was mit auf den Weg geben. Warum sage ich das eigentlich immer? Das ist meine Floskel. Oh mein Gott, ich habe ja noch gar nicht die Story von dieser Woche angesprochen, die da war. Ja, und ich noch so, voilà, diese Woche ist irgendwie nichts Spannendes passiert. Oh doch, ich habe es halt auf Instagram groß und breit ausgetragen. Deswegen, ich verlinke euch mein Instagram-Video dazu. Und die Resonanz war crazy, weil ungefähr mit jeder Person, die ich da gesprochen habe, und ich glaube, jede Frau, jedes Mädchen hat sowas in irgendeiner Form schon mal erlebt. Und dass es halt einfach zum Kotzen ist. Deswegen, Ladies, ich glaube, wir verstehen uns alle gegenseitig. Aber auf jeden Fall war halt so ein Mensch vom Roten Kreuz hier, hat geklingelt, wollte, dass ich da diesen Spendenwisch unterschreibe, habe ich halt nicht gemacht. Ist jetzt ganz kurz gefasst. War halt nett, ich war halt total nett zu ihm und habe mir die Broschüre geben lassen, habe mir das angeguckt und war so, hahaha, ja, blablabla. Am nächsten Tag kam dieser Mensch halt wieder und meinte halt, ob ich mal Lust hätte, mit ihm was trinken zu gehen. Und ich so, sorry, ich wohne hier mit meinem Freund, aber danke, tschüss, ciao. Und habe dann erst im Nachhinein so geschnallt, wie creepy und schlimm das eigentlich ist, dass der nochmal zurückgekommen ist, obviously wusste, wo ich wohne, vielleicht sogar, wie ich heiße, und dann nochmal geklingelt hat in meinem Safe Space, in meinem Zuhause, vor meiner Wohnungstür, und mich da angemacht hat. Ja. Alles dazu im Instagram-Video. Auf jeden Fall habe ich da viel darüber geredet, weil ich habe mir teilweise selbst die Schuld gegeben. Ich habe dann immer gesagt, ich war zu nett zu ihm. Aber ich war nicht so nett. Ich war halt einfach nett, wie man halt nett ist. Also selbst wenn ich nett bin, gibt es ihm ja nicht das Recht, nochmal zu meiner Wohnungstür zu kommen und da so in meine Privatsphäre einzudrängen. Er hätte ja irgendwie einen Zettel im Briefkasten oder... Das wär auch schon die Höhe gewesen, aber das wäre noch irgendwie... hätte noch Stil gehabt. Aber so, und er stand auch sehr nah zu mir und ich war so im Spalt drin. Ich war ja jetzt nicht so, hey... Auch meine ganze Körpersprache hat ihn nicht eingeladen. Ich war im Türspalt, aber... Ja, schaut euch das an, falls euch die Story interessiert, da riech 5 Minuten darüber. Deswegen auch das. Über sowas sollte man halt reden und nicht in sich reinfressen. Ich meine, ich habe es halb mit Humor genommen, beziehungsweise halb kann ich drüber stehen und sage mir halt, Männer sind echt bisch manchmal. Oder oft, besser gesagt. Aber für andere ist das vielleicht, ja, komplett nochmal einen Grund mehr, sich einzuschließen, nicht mehr rauszugehen, Angst zu haben. Und das ist bei mir nicht weit entfernt. Also ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Und ja, er hat es leider jetzt gerade nicht verbessert. Aber deswegen ist es wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen. Ich habe leider meine Chance verpasst, ihm direkt zu sagen, dass man sowas nicht macht und dass sich das einfach nicht gehört und dass er dorthin gehen kann, wo der Pfeffer wächst. Aber vielleicht kann ich ja jemanden von euch ermuntern, das nächste Mal zu tun. Alrighty. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und euch eine wunderschöne Woche. Tschüss. Ich wollte euch ja noch unseren Flur zeigen. Tada. Es sieht einfach so viel besser aus. Wir wollen theoretisch auch noch eine neue Flurlampe, aber das irgendwann anders ignoriert das. Das ist jetzt gerade noch ein bisschen unaufgeräumt. Und hier wäre dann Eat, Sleep, Create. Macht's gut, ihr Lieben!